Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich bin Saskia Esken, die Vorsitzende der SPD. Und ich unterstütze das Bündnis von Wir sind mehr. Wir, das sind für mich all diejenigen, die sich für eine offene, solidarische Gesellschaft einsetzen und für die die Demokratie das höchste Gut ist. Viele Menschen demonstrieren in diesen Tagen für den Frieden. Sie gehen gegen Putins Krieg, gegen die Ukraine auf die Straße. Selbst in Russland, wo sich Menschen in Lebensgefahr begeben, wenn sie protestieren und für ihre Meinung einstehen, wird für die Demokratie und ein friedliches Miteinander öffentlich demonstriert. In diesen Zeiten wird uns schmerzhaft bewusst, dass Freiheit und Demokratie leider keine Selbstläufer sind. Sie müssen immer wieder erneuert und im Zweifel verteidigt werden. Deutschland unterstützt die Ukraine mit humanitärer Hilfe, aber auch mit Waffenlieferungen. Die EU hat sich auf ein wirksames und hartes Paket von Sanktionen gegen die russische Elite und Wirtschaft verständigt und die unkomplizierte Aufnahme von Menschen vereinbart, die aus der Ukraine kommen und Schutz vor Putins Krieg suchen. Die geschlossene und entschlossene Haltung der Staatengemeinschaft, Freiheit und Demokratie zu verteidigen, beeindruckt mich ebenso wie die riesengroße Spenden- und Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. In den letzten Tagen zeigt sich für mich also ganz deutlich, dass wir mehr sind. Wir, das sind auch diejenigen, die sich in nunmehr 2 Jahren Pandemie solidarisch mit ihren Mitmenschen gezeigt haben. Wir sind die 75% aller Deutschen, die sich gegen das Coronavirus haben impfen lassen. Wir sind diejenigen, die Regeln zur Eindämmung der Pandemie mitgetragen haben, auch wenn sie uns persönlich einschränken. Das Recht auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit ist ein unschätzbar hohes Gut in unserer Demokratie. Deshalb müssen wir es auch aushalten, wenn Menschen gegen eine vermeintliche Corona-Diktatur demonstrieren, dabei die Gefahr des Coronavirus leugnen und alle Maßnahmen, die unserem Schutz dienen, ablehnen. Seine Meinung kann und darf jede und jeder kundtun. Doch was wir in den letzten Jahren erlebt haben, hat eine neue, traurige Stufe erreicht. Das Ausmaß an Radikalisierung und Wissenschaftsleugnung macht mich traurig und wütend. Es ist aber leider eine Entwicklung, die wir nicht erst seit dem Ausbruch des Coronavirus sehen. Es folgt stets dem gleichen Muster. Auf Social-Media-Kanälen finden sich Gleichgesinnte, es werden krude Theorien im Netz verbreitet und geteilt, anschließend wird der Protest auf die Straße getragen. Die sogenannte Querdenkerbewegung ist eng mit rechtsextremen Personen und Ideologien verbunden und trägt dazu bei, dass rechtsextreme Strukturen wachsen. Das ist gefährlich. In ihren Netzwerken hetzen sie und rufen zur Gewalt auf. Fackelträger versammeln sich vor den Häusern von WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen, um zu bedrohen und einzuschüchtern. Das sind offen zur Schau gestellter Hass, Wissenschaftsfeindlichkeit und Intoleranz. Aber wir sind mehr. Und wir schweigen nicht. Täglich gingen und gehen tausende Menschen zum Impfen. Täglich tragen Millionen Deutschen eine Maske, um andere und sich nicht zu gefährden. Zu den Corona-Protesten gab es zahlreiche Gegendemonstrationen. Menschen, die gesagt haben, wir sind nicht mehr still und ihr seid nicht im Recht, bloß weil ihr laut seid. Die Freiheit, die die sogenannten Querdenker in Gefahr sehen, ist nicht bedroht durch Schutzmaßnahmen in einer Pandemie. Die Freiheit in diesem Land ist bedroht durch Hass, Hetze und Gewalt, durch rechtsextreme Netzwerke und unkontrollierbare Zellen, online und in der analogen Realität. Es ist wichtig, dass all die Menschen in unserem Land, die für eine offene und solidarische Gesellschaft einstehen, durch die Initiative von Wir sind mehr Sichtbarkeit erfahren und Gehör finden. Ich danke daher herzlich den Initiatorinnen und Initiatoren für ihr Engagement. Und ich trage diese Schleife, denn sie bedeutet für mich, ich bin nicht allein und wir sind mehr.